Die Linke in Hessen hat im vergangenen Jahr ein hohes Maß an politischer Verantwortung bewiesen. Wir sind nicht daran schuld, dass Roland Koch bis heute Ministerpräsident ist. Das hat die SPD zu verantworten, die den Politikwechsel hat scheitern lassen. Wir haben einen engagierten Wahlkampf durchgeführt. Wir hatten das Kartell aller Parteien gegen uns, nicht so sehr überraschend. Aber wir hatten auch die geballte Medienmacht gegen die Linke. Alle wollen uns aus dem Landtag heraushaben. Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, haben aber die Chance, eine soziale Kraft, eine konsequent soziale Kraft im Hessischen Landtag zu behalten. Die Linke wird im Hessischen Landtag die Interessen der Menschen, die von der Finanzmarktkrise in besonderer Weise betroffen sind, die für mehr und gute Bildung stehen, die für ein hohes Niveau bei Löhnen und Renten stehen, vertreten. Deshalb am 18. Januar die Stimmen für die Linke in Hessen.